Er ist besorgt, er sieht Potenzial, er entscheidet sich, mitzumachen. Genauso wie Iron Man im Marvel-Film nicht ohne die künstliche Intelligenz Jarvis auskommt, kann auch der als Silicon Valley Iron Man bekannte Elon Musk es sich nicht leisten, die aktuelle, hitzige KI-Welle zu verpassen. Schließlich hat er sich dazu entschlossen, mitzumachen. Laut einem Bericht des bekannten US-amerikanischen Technologiemediums Business Insider hat Elon Musk im Bundesstaat Nevada ein KI-Unternehmen namens xAI gegründet, die in Konkurrenz zu ChatGPTs Entwicklerfirma OpenAI treten soll. Als Verantwortliche sind Musk und sein Stabschef Jared Birchall aufgeführt. Informierte Kreise berichten, dass Elon Musk ein Team aus KI-Forschern und Ingenieuren aufbaut und Gespräche mit einigen Investoren von Tesla und SpaceX über die Investition in das neue Unternehmen geführt hat. Diese Investoren sind sehr begeistert. Noch vor kurzem hatte Elon Musk gemeinsam mit anderen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die enorme Wellen schlug. In dem Schreiben wurde die gesamte Branche aufgefordert, die Entwicklung und Schulung fortschrittlicherer KI-Technologien vorübergehend einzustellen, Details dazu in meinem letzten Video. Doch während Elon Musk öffentlich zum Innehalten aufruft, hat er insgeheim Millionen von Dollar ausgegeben, um 10.000 GPUs für interne KI-Projekte bei Twitter zu beschaffen. Twitter verfügt derzeit über 2 verbleibende Rechenzentren in USA, und diese GPUs könnten möglicherweise im Atlanta-Rechenzentrum eingesetzt werden. Neben dem Kauf einer großen Anzahl von GPUs hat Elon Musk auch mehrere KI-Experten für Twitter eingestellt. Seit Februar hat Elon Musk Kontakt mit ehemaligen DeepMind-Mitarbeitern wie Igor Babushkin aufgenommen, um ein neues KI-Forschungsteam aufzubauen. Igor Babushkin und ein anderer Maschinenlerningenieur, Manuel Kreuz, haben im März offiziell bei Twitter angefangen. Warum gibt es einen solchen Widerspruch zwischen Elon Musks Worten und Taten, wenn es um KI geht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren.